The Digi Podcast. Digital Trends in Supply Chain Management. Hallo und willkommen zum Digi Podcast. Ich bin Thomas Holzner vom Siemens Digi Netzwerk mit dem Digi Podcast, einem Podcast zu digitalen und innovativen Einkaufsthemen der Zukunft. Heute geht es um Alma. Und nein, damit ist jetzt keine Kollegin von uns gemeint, sondern Alma ist eine smarte Inhouse-Lösung von Siemens für Siemens. Darüber kann uns heute mein heutiger Gast viel mehr erzählen, Klaus Grabinger. Klaus ist Corporate Commodity Engineer im Pooling der Siemens AG und kümmert sich um elektronische Komponenten und hatte da die Idee zu dem Ganzen. Hallo Klaus, schön, dass du dir Zeit nehmen kannst. Hi Thomas, danke dir für die Einladung. Ja, gern geschehen. Gehen wir gleich mal in Medias Res. Was ist denn Alma überhaupt? Alma ist unser erster digitaler Ansatz zur Eskalation von kritischen Fehlteilen. Vor allen Dingen aber auch zur effizienteren und direkten Kommunikation mit unseren Herstellern. Alma wurde von Siemens für Siemens entwickelt und ist eine auf Mendix basierende Plattform für alle Einheiten mit kritischen Bedarfen. Oder kurz gesagt, wenn einzelne nicht beschaffbare Komponenten unsere Produktionslinien zum Stillstand bringen können, dann hilft Alma. Tja, dann sind wir ja gleich bei der Problemstellung. Und welches Problem habt ihr jetzt damit gelöst? Beschaffungskrisen sind vielfältig und leider keine Seltenheit. Als Einkaufsorganisationen haben wir diese gemeinsam zwar immer mit viel Aufwand, aber meist erfolgreich bewältigt. Wenn Krisen jedoch dann länger andauern, nimmt in der Regel die Anzahl der Fehlteile zu und damit auch die Dringlichkeit. Jetzt können wir solche Krisen in einigen wesentlichen Aspekten effizienter managen. Und was war jetzt der Anreiz, Alma zu entwickeln? Mit Alma gibt es nur noch eine Quelle der Wahrheit. Durch unsere gemeinsame Plattform, auf die sowohl unsere Hersteller als auch die betroffenen Siemens-Standorte zugreifen können, entstehen keine Missverständnisse mehr darüber, welche Mengen dringend benötigt werden und wann wir diese benötigen. In der Vergangenheit wurden regelmäßig Excel-Tabellen versendet mit teils unterschiedlichen und veralteten Ständen. Alma bringt diese Informationen auf einen gemeinsamen Nenner und reduziert dadurch Aufwand und Fehlerquellen. Gleichzeitig hilft uns Alma dabei, kritische Informationen schneller zu generieren, zurückzubekommen und zu bewerten. Durch unser integriertes Benachrichtigungssystem sind beide Seiten, also sowohl Siemens als auch der Lieferant, immer up to date und das in Realtime. Wir verlieren also keine Zeit mehr und Zeit ist entscheidend. Und es geht auch das Gerücht um, dass sich die Qualität erhöht hat, aber vielleicht kommen wir später nochmal drauf. Zurück. Und was hat jetzt das Digi-Netzwerk damit zu tun? Das Digi-Netzwerk war ein ganz wichtiges Puzzlestück für uns. Lass mich das kurz erklären. Wir hatten ein Problem und wir hatten sogar eine erste Idee, was wir eigentlich brauchen würden. Nur leider hatten wir keinen Ansatz, ob und wie wir diese Idee umsetzen können. Thomas, ich erinnere mich noch an unser erstes Treffen zu dieser Thematik und das war schon echt beeindruckend. In kürzester Zeit stand mir eine Gruppe an Experten zu allen möglichen relevanten Themen zur Verfügung. Kreative Köpfe aus den unterschiedlichsten Siemens-Bereichen mit individuellem Know-how zu Tools, Software, Programmieren und ganz andere Themen. Nachdem ich also mein Problem schildern durfte, entstand unter allen Teilnehmern eine Diskussion und in kürzester Zeit waren sich dann alle einig, welcher Lösungsansatz für meine Aufgabenstellung der beste wäre. Also, ohne das Digi-Network wäre Alma heute, glaube ich, nur eine gute Idee geblieben. Also nochmals vielen Dank an das ganze Team. Ja, gern. Durch den Podcast wird es gleich weitergegeben. Wie geht's denn jetzt weiter mit Alma? Zunächst würde ich noch kurz erwähnen, wie sehr es mich freut, dass wir zu Alma sowohl intern als auch von unseren Lieferanten sehr viel positives Feedback bekommen. Bereits heute nutzen mehr als 40 Lieferanten und mehr als 500 Siemens interne User die Alma. Alma ist noch immer ein junges Produkt und wir lernen täglich durch unsere vielen Nutzererfahrungen dazu, wie wir es noch besser und effizienter gestalten können. Deshalb freue ich mich heute, bekannt geben zu können, dass wir gerade im Moment an Alma 2.0 arbeiten und die neue Version bereits im Juni diesen Jahres live gehen wird. Wir konnten Alma um eine Vielzahl neuer Commodities erweitern und es wird neue Funktionen geben, auf die sich die Nutzer freuen dürfen. Es bleibt also spannend und wir werden auf jeden Fall vorab einen Newsletter verteilen und über alle Neuigkeiten und Erweiterungen informieren. Hört sich ja super spannend und super erfreulich an. Jetzt kommen wir zu meiner last but not least question. Wer ist Klaus? Ja, gerne. Ich bin 35 Jahre alt und wohne in Erlangen. Meine Siemens-Laufbahn begann bei DIFA in Amberg in der Produktion,
Damit verbinde ich übrigens auch heute noch eine sehr große Leidenschaft. Ich hatte dann auch die tolle Gelegenheit für eine zweijährige Station im Ausland und konnte beim Aufbau eines neuen Werks in China unterstützen und bin im Anschluss dann in die Qualitätsabteilung gewechselt. Da durfte ich erstmals mit Komponenten und Herstellern arbeiten und ich glaube, diese Zeit hat mich dann sehr geprägt, auch durch meine persönliche erste Erfahrung mit Beschaffungskrisen. Mittlerweile bin ich im Konzerneinkauf als Corporate Commodity Engineer für passive Bauteile tätig. Ich habe das große Glück, dass mich meine Organisation bei neuen Ideen unterstützt und mir den notwendigen Rückhalt gibt, um Projekte wie Alma ins Leben rufen zu dürfen. Seit knapp 2 Jahren bin ich übrigens auch Teil des Global Development Programms bei SCM und kann es jedem nur empfehlen, diese Erfahrung entweder als Teil des Programms oder in gemeinsamen Projekten einmal auszuprobieren. Thomas, vielleicht können wir ja den Link zur GDP-Homepage für Interessierte bereitstellen. Über das GDP hatten wir ja schon mehrfach hier im Digi-Podcast berichtet und wir sind da schon beim Vorbereiten einer weiteren Folge aufgrund des positiven Feedbacks. Klaus, danke für deine Zeit, aber das war jetzt alles beruflich. Machst du sonst noch was? In meiner Freizeit bin ich gerne Gitarrist und Sänger und wann immer möglich verreise ich gern. Ich freue mich aber auch mal über einen ruhigen Abend zu Hause. Sänger finde ich immer klasse, weil wenn ich singen würde, ich glaube, da wären alle weg. In diesem Sinne freue ich mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Ich hoffe, unsere Zuhörer haben es genossen, vor allem nachdem Alma ja jetzt hier ein wichtiges Scale-Up-Projekt des Digi-Netzwerks ist und weiterentwickelt wird. Falls jemand Fragen dazu hat, einfach nachgucken unter siemens.com/diginetwork oder eine E-Mail an mich oder an Sina oder an den Klaus schicken. Wir können euch gern mehr Informationen bereitstellen. Ich freue mich aufs nächste Mal, wahrscheinlich das GDP und yours, Thomas Holzner vom Siemens Digi-Netzwerk. Servus. The Digi Podcast. Digital Trends in Supply Chain Management.